Ich liebe diesen Ort. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Hier bin ich zu Hause, in meiner Küche. Genau, ich bin hier geboren. Das ist meine Heimat, Dresden-Neustadt. Und hier bin ich aufgewachsen und ich liebe meine Heimat. Ich habe 1999 geheiratet und habe dann mit meiner Frau hier gelebt. Nach 12 Jahren Ehe ist unsere Ehe zerbrochen und auch mein Herz zerbrochen. Ich bin in diesem Schmerz und dieser Einsamkeit ganz viel rausgegangen, spazieren, durch die Stadt gelaufen. Und der naheliegendste Ort hier in der Dresdner Neustadt ist unten an der Elbe, der Rosengarten. Gibt es jemand, der mich eigentlich sieht und dem es nie egal ist, wie mir es geht? Gibt es jemand, der mich liebt, wirklich liebt, worauf ich mich verlassen kann und der mich nie verlassen wird? Und gibt es dieses Gehaltensein in meiner Haltlosigkeit? Und ich glaube, das ist etwas, was jeden Menschen im Verborgenen, im Einsamen, vielleicht am Abend im Bett oder wenn man allein spaziert oder am Abend auf seinem Sofa sitzt, glaube ich, zutiefst bewegt. Das kriegt man nach außen hin ja nicht mit. Das sind ja Dinge, die im Inneren passieren. Und ich merke, dass ich die Stille brauche, um wieder diesen Fokus zu finden, worum es eigentlich in der tiefsten Tiefe geht, um den Jesus, den Herzensfreund. Mein Herz schlägt dafür, dass du Gottes kraftvolle Liebe erfährst und dass sie dich freisetzt für dein höchstpersönliches Herzwerk. Herz, geliebt vom Vater, Kreuz, gerettet vom Sohn, Frucht, geführt vom Geist.